Hey, hier ist was. Analysiert an Richard Wand. Zeichnet Adam Aldridge. Hm, okay. Sie waren beide Kinder? Na, ich habe bestimmt hier durch, nicht wahr? Ja, nice. Es geht nur nach oben raus. So hoch für eine Wand. Erfrischt. Wo zur Hölle muss ich lang? Oder muss ich einfach nur hier hin? Ah! Okay. Hey, na bitte. Ich weiß nicht, wofür ich die Kiste brauche, aber ich habe sie einfach gefunden. Ich springe einfach ins Wasser. So, Spiel, für was brauche ich jetzt diese Kiste? Na, ich glaube, ich sehe schon. Hier, komm nochmal. Aber. Na, komm schon. Hey, Schatz, du kannst ruhig mithelfen. Ach, du bist nass. Ja, gut, dann brauchst du natürlich nicht, ne? Ach, und dann muss das Ding da hin. Ey! Komm ran hier. So, noch ein Stück. Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, du solltest natürlich nicht der Köder sein. Nee, das war natürlich nicht meine Intention. Natürlich nicht. Nee, niemals. Nee. Oh, sieht das schön aus. Oh! Hui! Das war doch erfrischend, oder nicht? Ah, da vorne muss ich wahrscheinlich hin. Ein bisschen hungrig. Ich will was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ich komme gegen die Strömung nicht an. Oder kann ich tauchen? Na los, gehen wir weiter. Ja, gehen wir weiter. Ja, genau. Ach, guck mal, kaum höre ich auf zu reden, kann ich schneller schwimmen. Ah. Das ist schön. War hier gerade irgendwas? Ich könnte schwören, ich habe hier gerade ein Dreieck gesehen. Glaubst du, die Seebär haben hier alles geflutet? Und genug hätten sie ja gehabt. Aber du glaubst nicht, dass sie es waren. Ich finde es nur seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ja, keine Ahnung, vielleicht weil es an der Spitze des Berges ist und es ziemlich schwer ist, dort Wasser hinzukriegen. Ich meine, wo kommt das ganze Wasser her? Wunderschön. Es muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube nicht, dass die jetzt von unten irgendwie so mit ein paar Eimern das ganze Wasser hochgetragen haben und hier ein bisschen was zu überschwemmen. Ist schon so ein bisschen unwahrscheinlich. Verdammt, ist ja wie ein Herr der Fliegen hier. Was du nicht sagst. Herr der Fliegen, ist das ein Film? Muss ich den kennen? Hier geht's runter. Okay, was ist mit der Musik auf einmal los? Kommen jetzt schon wieder Gegner? Irgendwas passiert gleich. Oh, schöner Wasserfall. Da heißt es wohl wieder schwimmen. Mhm. Kann ich eigentlich gegen die Strömung überhaupt schwimmen? Nee. Nee, kann ich vergessen. Die Strömung ist stark. Na, ich sehe schon. Oh, gut, da komme ich gar nicht hin. Kann ich hier rauf?
Natürlich nicht. Ja, wie soll ich jetzt... Kann ich hier hinten irgendwas machen? Vielleicht hier? Zu hoch für eine Räuberleiter. Kann ich den Tisch irgendwie schieben? Nö. Gott, was? Spiel, was willst du jetzt von mir? Ich bin maximal verwirrt. Ich komme da hinten nicht weiter. Hier unten passiert auch nichts. Kann ich hier. Nee, kann ich nicht rauf. Hier kann ich auch nicht rauf. Kann ich hier meinen Enterhaken irgendwo gegenwerfen? Komm schon. Kann ich irgendwas runterschießen vielleicht? Nö. Komme ich da hinten vielleicht hin? Bis Glück? Ja. Okay. Ha? Shit. Au. Okay, wenn ich... Toll, danke. Ah. Perfekt. Okay. Gern geschehen. Danke. Du bist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Funktioniert das? Jetzt komm. Nice. Etwas Wasser geschluckt. Ja. Also, ob das jetzt das erste Mal gewesen ist, dass du hier heute Wasser schluckst, Alter. Wir haben gefühlt mehr Zeit im Wasser verbracht als am Land. Also jetzt mal ganz ehrlich. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Na! Schieben wir das Ding doch einfach mal runter. Das sollte gehen. Eigentlich müssen wir doch nur ganz kurz gegentreten, oder nicht? Okay, weg da! Also das Ding lang schwerer als ein normaler Schrank sein sollte. Also das klang schon ziemlich massiv. Räumen wir das aus dem Weg. Würdest du aber nicht hochheben. Warum hebst du es hoch, Alter? Du kannst doch einfach umwerfen. Du musst das Ding einfach nur zu dir ziehen, dann kippt das Ding um und dann kannst du rüberklettern. Ist doch easy. Warum hochheben? Und dann auch an der schweren Seite hochheben. Guck mal, die andere Seite ist auf einem Fass. Das ist doch viel einfacher hochzuheben, oder nicht? Okay. Bruder, Alter, was machst du denn hier? Sieh mal. Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Großer Gott. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Eleanor, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmord-Kult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew? Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm.
Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig, aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Two laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit! Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Okay. Ja. Okay. Kann ich noch irgendwo. Ah, da. Das ist noch was zum Mitnehmen. Dankeschön. Irgendwas war hier noch. Da. So. Für die Nachwelt. Wieso hat er kein Smartphone dabei, Alter? Ich meine, das ist ein Post- und fucking Handy, Alter. Aber er ist natürlich ein wasserdichtes Handy. Aus offensichtlichen Gründen. Aber er hat halt nichts dabei. Wenn er hier runterfallen würde oder so, oder ohnmächtig werden würde, dann wäre es mit ihm gewesen, so mäßig. Oh. Also, Schatz, mir geht's gut. Mir geht's blendend. Hey, was geht? Ah, ich muss wieder hier lang. Hey. Lange nicht gesehen. Erster. Was haben wir denn hier? Offiziell in Henry Avery's Haus. Ach, wir sind schon da. Ich dachte, das Haus war noch weiter weg. Sind wir jetzt echt schon drin? Jo. Alles klar. Das ging schnell. Ort des Tages. Pompös. Warum hat der Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Kann ich eine Nummer? Ich kann eine Nummer einspielen, machen wir gleich. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Oh, schöne Nachos, Digga, mit Käse-Dip. Oh, Bruder. Ach komm, lass mal hier ein bisschen Sans-Musik machen, Digga. Wie hieß das Ding nochmal? Megalovia? Keine Ahnung, wie das Ding hieß. Wie hieß nochmal das Lied? Von Undertale. Mega. Ach, keine Ahnung. Megalovia. Wieso? Ich komm grad nicht drauf. Oh, was haben wir hier? Da. Shoreline hat die Haustür versperrt. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Oh Gott, hier liegen Waffen. Mal sehen, wo sie sind. Oh Gott, hier liegen Waffen. Okay, gleich kommen Gegner. Was? Glaubst du, dass jetzt
Gegner hier sind? Ich mich auch. Ich meine, hier liegt überall Munition. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Mach da keine Witze drüber. Ich hole mal lieber meine Pistole raus. Boah, stell dich mal vor, so eine richtigen Skelette. Jetzt kommen so eine Piratenskelette. Oh, das wäre cool. Das wäre mega weird, aber es wäre mega cool. Ich meine, wäre jetzt nicht das erste Mal, wenn Uncharted ein bisschen weird wird. Ich meine, beim ersten Teil hatten wir irgendwelche komischen... Ich glaube, Wendigo? Ja, doch, Wendigos waren das. Ja, stimmt. Wendigos hatten wir beim ersten Teil. Beim zweiten Teil hatten wir so eine komischen Viecher mit Hörnern. Die sich dann natürlich als Menschen entpuppt haben in einem Kostüm, glaube ich. Und dann hatten wir doch so eine anderen Viecher. Also das war schon irgendwie ziemlich merkwürdig. Apropos merkwürdig, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt einfach nur hier... Ich glaube, ich muss einfach nur hier rüber und dann kann ich mit dem Enterhaken was machen. Ja, und jetzt nochmal rüber. Genau. Na, noch ein Stück und jetzt hoch. Hä? Wie? Du kommst nicht hoch. Ah, jetzt komme ich hoch. Hey, komm hier rüber. Wo ist hier rüber? Ach, da unten! Ah! Als ob jetzt hier schon der Weg ist. Oh. Die Spuren führen durch diese Tür. Ja, dann machen wir sie mal auf. Die ist versperrt, das sehe ich doch jetzt schon. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Mist. Oh, da sind die Gegner doch schon. Jo, Bruder, was geht mit dir? Ich finde es gut, dass ich mir das Ding aufgehoben habe. Ey, das ist hinüber. Was leuchtet hier so rot? Achso, das ist das Ding von den Scharfschützen da oben. LOL, one hit. Ah, LOL! Nice. Hab dich gerettet. Glaube ich zumindest. Oh. LOL! Alter! Chill doch mal eine Sekunde! Kommt ihr alle auf einmal her? Habt ihr irgendwie ein Meeting gehabt oder so? Hab ich euch bei der Pause gestört? Kommt ihr alle her, verdammt nochmal! Fresse da oben! LOL! Oh! Ey, so ein Ding hab ich auch. Hier. Yeah. Halt's ab! Jetzt kann er auch hier. Oh Gott. Lass mich durch, Schatz. Gott, Alter. Verpiss dich. Ey. Sie verarschen? Was ist der für eine Waffe, Alter? Ach, das ist gerade eine Sturmgewehr, ne? Goldene Scar ist wahrscheinlich von ihm. Alter, wo kommt ihr alle her? Hier lassen die Munition aus. Nein. Ich hab 12 Schuss für das Teil! Irre! Noch jemand? Scheiße. Bist du okay? Ja. Sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Ja. Okay, brechen wir die Tür auf. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Die Idioten sind doch gar nicht so dumm, ne? So, was haben wir hier vorne? Kann ich die mitnehmen?
Na, wahrscheinlich nicht. Ein bisschen meiner. So, wo ist denn mal die Tür, durch die wir nicht durchgekommen sind? Da hinten, ne? Oh, schon leer. Oh, das war die falsche Tür. Scheiße. Oh. Ist unsere Waffe eigentlich gerade in der Hand despawned? Ich meine, das Ding ist auf einmal weg. Und das war schon relativ groß. Ich glaube nicht, dass ich das übersehen habe. Okay, dann los. Bereit? Es geht. Was ist das? Ein Brief. Geschrieben von Avery. Wirklich? Lies vor. Treue Untertanen. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Wir müssen schnell handeln. Zerstört den Damm, reinigt New Devon. Und los geht's. Aha. Und bringt meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Tu und Avery haben sich bekämpft. Überrascht dich das echt? Wohl eher nicht. Bitteschön. Dankeschön. Danke. Ich meine, letztendlich waren das halt Piraten, ne? Ich meine, wer will teilen, wenn er auch alles haben kann? Finden wir diesen Gang. Waren wir nicht schon? Nee. Warte mal, wir waren eine Etage drüber, glaube ich. Oder drunter? Ich glaube, drunter waren wir. Ja doch, stimmt, wir sind eine Etage hochgegangen, ja. Oh, der Säbel. Würde ich so gerne Keine klauen. Keine Spuren mehr. Sie hören hier auf. Okay, und wo sind sie hin? Piratengeister. Warte mal, ich kann hier nach oben. Sehen wir uns um. Warte mal, war hier gerade was? Na, wir gehen mal kurz nach oben. Oh, eine Untertasse, eine Nachbildung von einem UFO. Krass. Hab ich hier sonst noch irgendetwas? So, jetzt am schnellsten. Guck mal, die sind hier verschwunden. Ja, ich denke mal, dass dieser Raum sich hier noch oben fahren kann irgendwie, wenn man irgendwas macht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, was muss ich machen? Kann ich hier... Ah! Sams Feuerzeug. Ein Fallout 76 Easter Egg. Das Spiel, ja, was kurz danach rausgekommen ist, ich glaube 2 Jahre was später auch oder immer so. Wir suchen. Es muss hier irgendwo sein. Mhm. Hier muss noch ein anderer Ausgang sein. Vielleicht der Gang, den Avery im Brief erwähnt. Aber wo ist der Schalter? Vielleicht ist das ein Schalter. Auf einmal kann ich damit interagieren? Willst du mich verarschen? Nein. Ja, ich denke mal, wenn wir das der Globus sein, ne? So hochklappen. Mein Onkel hat nämlich auch so ein Ding gehabt, da hat er immer sein Alk drin gehabt. Das heißt, du bist hier hingegangen, hast das Ding hochgeklappt und da war Alk. Dann haben wir vielleicht noch... Ah! Ja gut, Kopf nach hinten klappen, dann Knopf, ne? Ich frage mich. Oder auch nicht? Nein. Wäre auch zu offensichtlich gewesen. Oder hier? Das könnte... Ist es nicht.